Ja, da sind wir wieder. Sofort und gleich. Stopp. So, wir holen mal die Seilwinde. Ich denke, sonst kommen wir nämlich nicht da hinten rauf. Das wird nicht klappen, darüber springen. Nee, lass mal. Also schauen wir mal, wie wir das machen. Gefunden? Vielleicht. Tu mir einen Gefallen, geh mal ans Steuer. Mache ich. Hey Sully, leg den Rückwärtsgang ein. Okay, eine Sekunde. Und? Nichts Großartiges. Ich zeig's dir im Hotel. Sam, was wolltest du sagen? Ach ja. Na, dann hat er sich nicht groß verändert, was? Ich nahm mein Geld und dann die Beine in die Hand. Also, kommt ein Pirat in eine Bar. Also, dann mal los. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, es lässt mich durchdrehen. Den liebe ich. Es wird mich nicht, dich hier zu lassen. Ich glaube nicht, dass... Oder? Ist mich hier richtig? Ja, oder? So, da schauen wir auch noch hin. Ich spring mal kurz raus. Okay, ich bleib mit Victor hier. Das ist ja ganz woanders hier. Das heißt, das ist ja sowas wie eine Karte, haben wir ja nicht, ne? Das ist ja ganz woanders. Kommen wir da überhaupt hinter? Ich glaube, wir müssen dahinter, wo das raucht, ne? Da ist eine Höhle, guck mal. Da hinten geht's rauf. Danke fürs Warten. Wir fahren jetzt trotzdem mal dahinter, bevor wir oben rauffahren. Da ist ein Stein. Hey, die umzufahren bringt doch kein Pech, oder? Glaube ich nicht. Ist aber unhöflich. Shoreline hat anscheinend was gefunden. Langsam. Alles klar.
glaube, wir müssen dahinter zum Rauch, oder? Okay, aber da könnten wir auch hinkommen. Die zwei sind auch da. Und was hat uns das jetzt gebracht? Hoppala. Schrotflinte. Da können wir was in die Luft springen, ne? Die Tür da hinten. Alle die falsche Waffe. Na, da kommen wir nicht weiter, ne? Warte mal, wir haben doch eine Handgranate. Das was? Definitiv nein. Das hat nichts gebracht. Wir brauchen Dynamit. Aber ich habe hier keins gesehen. Da war keins, ne? Dann können wir eigentlich nicht mit dem LKW weiterfahren. Da lag nirgendwo Dynamit, ne? Hm.
nur diese Handgranaten, aber die bringen es nicht. Okay. Puh. Ohne Dynamit kommen wir da nicht weiter. Aber er hat auch nichts gesagt, ne, als dass wir da hätten rein können. Da ist auch sonst nichts hier, ne? Die sind hier raufgefahren. Können wir da hinten rausfahren? Weiß nicht. Hat das Ding hier Airbags oder Rettungsschirme? Was jetzt natürlich noch interessant wäre. Obala. Ist das ganz da hinten anzuschauen, ne? Schauen wir mal, ob wir da hinkommen, da hinfahren können. Ist aber ganz da unten, ne? Da runter. Geht das? Kann das Ding hier Airbags? Oder Rettungsschirme? Jetzt komme ich weiter. Oh Mist, ich dachte, hier geht's weiter. Oh. Und überall rumgurken mit dem Teil. Ich dachte, hier geht's weiter. Schade. Okay, dann hinter zu dem Rauch. Sorry. Wir haben ein paar Turbulenzen. Okay. Schauen wir mal, wie wir da wieder raufkommen hier. Ist das künstlich oder natürlich? Sowohl als auch, würde ich sagen. Wir sollten das Ding selbst hochjagen. Und wenn wir den Schatz finden, kassieren wir einfach einen kleinen Finderlohn. Denk nicht mal dran. Ich will deinetwegen. Hey, sie sind hier! Sie
Okay, ich glaube, ich muss die Waffe wechseln. Ich finde keine Munition. Ich finde echt keine Munition, ne, für das Gewehr. Oh, was ist denn das? Ah, Granatwerfer. Na gut, schauen wir mal. Überlegen wir gleich, ob wir die Waffe wechseln. Mal zu AK-47 wechseln. Jetzt klettern wir erstmal da runter. Ihr könnt unten bleiben, ich komme wieder runter. So, das hier. Okay, auch Piraten. Die haben hier unten wohl gehaust. Aber da sagt er gar nichts, ne? Haben wir eine Taschenlampe an hier. Sonst findet er hier auch überhaupt gar nichts. Nur diese Schätze. Gucken wir mal raus. So, nun? Oh, guck mal. Wie cool ist das denn, Leute? Die sagen gar nichts, ne? Da oben ist noch ein Turm. Die sagen gar nichts zu dem Ort. Sonst quatschen sie die ganze Zeit. Und zu dem Ort haben sie nichts zu sagen. Na gut, gar nicht. Alles klar. Dann, wo ist unser Outskull? Das ist da drin. Da kann man gar nicht mit dem Auto raus, oder? Oder mal schauen, ob das geht. Mit dem LKW doch hier auch hergekommen sein, oder? Hat das Ding hier Airbags? Oder Rettungsschirme? Oh Gott, halt, stopp! Oh, egal, zu spät. Okay, wir müssen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir da ganz rauf? Hier vielleicht? Hier? Geht das hier? Ah ne, jetzt mal wieder hier. Okay. okay. Also hier nicht? Meine Schuld! Oh, shit! Meine... Ja, gute Frage, wo wir jetzt hin müssen, ne? Ich würde ja eigentlich sagen, hier weiter da oben rauf. Okay, das funktioniert. Ah, da geht's rauf. Hier. Na gut.
euch das an, Leute. Was ist das? Cool. Ich würde mal sagen, eine Art Leuchtturm, oder? Da ist ein Adler. Einer? Ganz viele. Da ist wieder ein Steinmännchen. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Shoreline-Söldner zu sehen? Schwer zu sagen. Einer ist gut, da ist einer, da hinten ist einer, da hinten ganz da hinten sind nochmal zwei. Das sind ganz viele. 12 Stück müsste es geben, oder wie war das? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben. Acht. Irgendwas, ne? So. Da, 12. Oh, es ist cool gemacht. Ich bleibe jetzt hier oben und gucke einfach nur ein bisschen. Das ist einfach schön. Da ist auch noch einer. 8. So, den haben wir schon. Okay, ich komme wieder runter. So. Warte, den muss ich noch kaputt machen. Warte. Gut, dann fahren wir weiter. Oder? Da ist kein Hauer. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um und dann weiter. Zugbrücke? Wie mittelalterlich. Ja, man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder etwas im Inneren schützen will. Okay, da kommen wir schon rüber, aber wir schauen uns erstmal den Turm da drüben an. Kommen wir nämlich auch rüber. Das würde auch funktionieren, die fliegen da überall. Das Interessante ist aber, dass die schon da waren hier. Weil die Kisten von denen, da stehen ja schon da. Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Mhm. Schauen wir mal, ob wir irgendwo hochkommen. Nein, aber hier. Klingt gut. Hey, sei vorsichtig, Junge. Die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Brückenkurbel. Okay, ich sehe mich hier oben mal um. Ach, eh schon drüben, ne? Ja. Da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Okay, bin oben.
Pass auf! Und ein richtig großes Vor. Bingo. Sam, Initiallieferung! Alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. Ich fahr das auch schon näher ran. Geil, wer einsteigt, gell? Dann ihr auch, oder? Okay, wenn er wieder den Platz wieder wechselt. Ich liebe es, es ist so gut gemacht. Gut, also das heißt, wir müssen jetzt die Zugbrücke runterlassen, oder? Das ist unsere Aufgabe jetzt hier. Okay, warte. Das ist unauffällig, so leise. Ach, da ist ja gar nichts. Ich dachte, das ist ein Geheimgang. Ja, das war für die Katze. Egal. Wir müssen die Zugbrücke runterlassen. Aber wie? Gehen wir noch mal rauf. Und die Treppe hier irgendwo, ne? Das Ding hier irgendwie, das brauchen wir hier irgendwie dafür. Ich weiß noch nicht für was. Ah, ich weiß. Wir müssen da. Na komm schon. Na komm. Genau. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Thank you.
brauche nur 9 Schuss. Ich brauche Munition, Leute, bevor wir hier weggehen. Ansonsten kommen wir nicht weit. Ich muss rüber auf die andere Seite. Ich brauche Munition. Da liegt keine Munition rum. Da ist ein bisschen was. Da ist nichts. Wie viele Wegen kamen die denn da an? Ist auch nichts drin. Okay, mehr kriegen wir wohl nicht. Dann wieder zurück und Brücke runterlassen. Versuchen wir es nochmal. Okidoki. So, Leute. Ah, ist voll, okay. Dann geht's weiter. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Das glaube ich auch. Großer Vulkan, aber krasse Brücke, die ist schon kaputt, das sehe ich von hier aus. Und es schaut nach einer argen Festung aus. Wir werden sehen beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Hoffentlich doch seid ihr wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.